Gametastical. Gaming is our passion. Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Gametastical.de. Es geht weiter mit unserer Mannschaftskarriere bzw. dem Owner-Mode hier bei Madden NFL 15. Und hier sehen wir den Career-Record unseres Coaches. 28 Siege, 28 Niederlagen. Das ist nicht unbedingt besonders stark. Und ja, was sollen wir machen? Wir sind mal gespannt. 3-5, glaube ich, unsere Bilanz jetzt, wenn wir heute verlieren gegen die Saints, ein direkter Konkurrent, auch natürlich für uns, dann wird das ganz bitter. Dann ist die Saison praktisch jetzt schon vorbei gewissermaßen. 5 Niederlagen kann man noch wegstecken für die Playoffs. Alles andere wird dann sehr, sehr schwer. Und ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir gut ins Spiel kommen. Und Wide Receiver, da muss Cobb natürlich auch spielen. Ich glaube, beim letzten Mal hat er wieder nicht gespielt. Dass wir gut ins Spiel kommen und ja, solide beginnen, Punkte machen und uns dann freuen. Wir starten mal, was ich ja gelernt habe, den Livestreams. Gun Formation und dann so ein Halfback Slipscreen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann hoffen wir mal, dass uns das helfen kann, aber allzu viel Raumgewinn können wir nicht erzielen, weil wir mit Ridley relativ früh ins Auslaufen. 4 Yards trotzdem besser als nichts auf jeden Fall. Und wir müssen auf jeden Fall mehr Laufspielzüge auch machen, das schreibt ihr auch immer wieder, um hier auch wieder auf die Erfolgsspur zu gelangen. Vor allen Dingen gegen den Computer ist das normalerweise eine gute Möglichkeit, aber hier gute Laufverteidigung der New Orleans Saints. Tja, jetzt sind wir wieder gezwungen zum Pass. Jetzt sind wir wieder gezwungen. 3rd and 7. Können wir was erreichen? Die große Frage. Nein, können wir nicht. Es geht wieder schlecht los. Zu früh vielleicht geworfen hier auch tendenziell. Und das müssen wir schon wieder punten. Kein guter Start in so ein Spiel, leider. Ja, damit müssen wir leben. Die Saints sind ein guter Gegner. Da gewinnt man nicht einfach so. Wie gesagt, 3-5 unsere Bilanz derzeit. Wir haben uns nicht in dem Maße verbessert, auch auf der Quarterback-Position. Bisher nicht, indem wir es eigentlich erhofft hätten vielleicht. So, kein First Down, das konnten wir schon mal verteidigen. Das Einzige, was bei uns natürlich immer gut ist, ist eigentlich die Defensive. Sie hält meistens ganz gut stand. Das ist wichtig. Drew Brees, ein guter Quarterback. Aber natürlich auch schon etwas in die Jahre gekommen. Hier ist Kram selber aus der Gun Formation, der Screen Pass. Ja, den konnten wir gut verhindern. So, 3rd and 5. Jetzt auch schon ein wichtiger Spielzug hier für die Saints und Drew Brees. Die jetzt natürlich liefern müssen. Und sie liefern. Und sie liefern. Was soll man dazu sagen? So, weiter geht das. Yards noch bis zur Endzone. Laufspiel gut verteidigt. Sehr schön. Thomas kommt da nicht sehr weit. 2nd and 9. Wie gesagt, unsere Defensive macht mir eigentlich noch die wenigsten Sorgen. Nur offensiv sieht es nicht immer so ganz so berauschend aus. Leider. Und deswegen müssen wir mal sehen. 3rd and 3. Weggeworfen, jawohl. 4rd and 3 und jetzt dürfen wir wieder die Offensive gut verteidigt. Sehr schön. Ab dafür, punt return left. Und wir geben uns Mühe,
hier jetzt hoffentlich die ersten Punkte im Spiel erzielen zu können. Ja, da haben wir natürlich die Arschkarte, ist gleich gestoppt hier. Moment, Counterspielzug, Halfback, Misdirection. Und das gibt immerhin 3 als Raumgewinn für Ridley. Unterm Strich nicht die Welt. Ich glaube, wir haben auch mit Ridley nicht unbedingt den schnellsten Running Back. Müssen wir mal sehen nochmal. Gun Formation. So. Der war gut. Sehr schön. Der war sehr gut. Und so soll das doch auch sein. Ein solides Passspiel aufbauen, um dann möglichst zuzuschlagen. Incomplete. 2 von 4 kamen erst an hier von Johnny Manziel. Vielleicht mal einen Quick Slant Pass probieren. Mal Quick Pass. Wir müssen, wie gesagt, deutlich variabler werden. So, Allen, sehr schön. Ordentlicher als Raumgewinn für uns. Bubble Screen. Sah auch recht interessant aus. Und der war gut, der war sehr gut. Yes! 14 Yards Raumgewinn von Keenan Allen nochmal. 36 Yards bis zur Endzone. Oh, Halfback Dive ab durch die Mitte mit Ridley. Und das reicht wieder für 3 Yards, immerhin. Wir probieren nochmal, ob wir das nochmal ähnlich hinkriegen. So, wieder Ridley. Ah, wieder 3. 3. und 4. Eieieiei. Nochmal Quick Slants. Verteidigt. Ah. Mann, Johnny. Field Goal nehmen wir natürlich mit. So, drin das Ding. 3-0. Führung für unsere Panthers. So. Was? Wie keine Punkte? Hä? Der war doch drin, oder was? Aber bin ich jetzt komplett blöde? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich ehrlich jetzt nicht. Ist der gerade nicht reingeflogen? Aber bin ich eigentlich, das gucke ich mir nochmal an gleich beim Video. Was? Was haben wir für einen scheiß Kicker, sag mal? Vielleicht müssen wir uns da mal einen neuen holen, ey. Das ist doch nur Kacke. So, Sack. 2018. Keine Punkte. Müssen wir mal aufpassen. Tyden Graham ist natürlich immer zur Stelle, wenn man ihn braucht normalerweise. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. 3. und 9.
Dritter und 9. Ja, komm, los. Jetzt lassen die Zeit runterlaufen, klar. Oder sie haben keine Lust. Ah, den kann er fangen, Kigli. Mann, den kann er fangen. Keine Punkte, wieder nicht für die Saints. Ah, was für ein Spiel, aber eigentlich haben wir doch, ey, wir haben doch die Führung gehabt. Das ist wirklich bitter. So, jetzt gibt's die Flag. Und jetzt dürfen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne starten. Was against the offense? Ey, was ist denn los heute? So, der erste Play-Action-Pass heute. So, Johnny Manziel holt selber ein paar Yards raus. So, jetzt geben wir hier mal Tempo auf No Huddle. Und besinnen uns darauf, hier hoffentlich gut viele Yards rauszuholen. Nochmal den. Oh, verteidigt diesmal den Screen Pass. Dritter und 3. Inside Hand auf Halfback Dive. Ridley darf. Da sehe ich auch schon eine Lücke. Sehr schön, gut gemacht. Weiter geht's. Ich werde auch No Huddle gedrückt. Mensch, zusehen, Leute. Nein! Scheiße! Ich dachte, wir waren noch nicht drüber. Es ist so ärgerlich. 2008. Es ist so bitter. So, Curl Flats kam an. Nochmal ein Timeout. 44. Jetzt müssen wir vorwärts kommen. Wenigstens noch ein paar Yards. Was machen wir? Vielleicht hätten wir gerade das Timeout nicht nehmen sollen. Probieren wir hier das Field Goal, 56 Yards. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Keine Chance. Dieser Kicker, wir holen uns so einen Free Agent Kicker. Der ist ja mal, also das ist ja wohl richtig unterirdisch. Gut, das war eine schwere Distanz, das ist klar. So, und jetzt haben die Saints dafür jetzt die Chance, hier in Führung zu gehen. Und die haben wahrscheinlich einen besseren Kicker als wir. Also unser Kicker, der hat zwei große Chancen jetzt vergeben. Deswegen liegen wir jetzt hier und heute hinten. Ja, weil die treffen nämlich. Das ist nämlich der Unterschied. Kickoff right, das müssen wir wieder verteidigen. Das können wir eigentlich, wir probieren es zumindest wieder. So, ab dafür. Leute, Leute, Leute. Was gibt das hier? Was macht Drew Brees? So, fast gesackt. Dritter und 8.
Die Verteidigung ist eigentlich gar nicht schlecht. Und der Sack. Wie wichtig war der denn bitte? Lotulelei wieder zur Stelle gewesen. Ah, sehr schön, sehr schön. 4. und 18, sehr wichtiges Ding. Und jetzt brauchen wir aber die Punkte. Das hilft dir jetzt alles nichts. Und das war so stark, das war so stark. Sehr schön, Mann. Randall Cobb, bockstark. Sehr, sehr schön. So, 4 Yards Raumgewinn. Das ist schon mal nicht schlecht. Schade. Kein First Down, aber immerhin weit vorwärts. 3. und 2, und das können wir eigentlich mit einem Inside Handoff auf Halfback Dive schaffen. Das müsste gereicht haben. Das müsste gereicht haben. Neuer First Down, sehr schön und sehr wichtig vor allen Dingen auch. So, 15 Yards bis in die Endzone. Schöner, schöner Pass, C-Spot. Und jetzt stehen wir hier kurz vor der Endzone. Und wir brauchen den Sieg. Wir brauchen sowas von sicher den Sieg hier. Kein Risiko, kein Risiko. Ist das ein Vollidiot? Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das ist unfassbar. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ich weiß es nicht. So, kein First Down, kein First Down. Jetzt könnte aber langsam der erste Pass von Drew Brees kommen. Ah, der kommt und der kommt an. Drew Brees, 8 von 11 an den Mann gebracht. 70 Yards, Raumgewinn. Der einzige Vorteil ist, dass sich die Saints hier über das ganze Feld kämpfen müssten zum Touchdown. So, gestoppt. Warum haben wir so viel Pech gehabt eben mit dem Fumble? Und der Sack. Der Sack, jawohl. 3. und 2 von Hardy. Ne, 3. und 8 jetzt. Sehr schön. 3. und 8. Gut gemacht, Leute. Kein First Down. Und Blue Tudelei wäre fast zum 3. Sack da gekommen für ihn heute Abend. Die nächsten Gegner, die Eagles, die Falcons und dann die Vikings. Das sind eigentlich 3 Spiele, die wir gewinnen können. Aber dazu müssten wir heute schon mal den Grundstein legen gegen die Saints und in diesem so wichtigen Spiel auch einen Sieg feiern. So, wir starten bei 20. Wir haben bisher immer gut uns nach vorne gekämpft. Leider hat es meistens nicht gereicht für Punkte, also immer nicht gereicht. Und das ist halt bitter.
So, wieder ein bisschen Raumgewinn. 7 von 11 hat Menciel heute an den Mann gebracht. Pistol Formation, PA, Option, Panther, ist das oder was ist das? Wo steht das Opt? Ganz gefährliches Ding, 7 von 12. Ganz gefährliches Ding. Schöner Pass, der kam an. Greg Olsen, der war aber auch ordentlich riskant. So, ein Run. Wildcat Formation. Und nur ein Yard Raumgewinn. Nur ein Yard Raumgewinn. PA Scissors. 2009. Noch 3 Minuten auf der Uhr. Und der war so wichtig und so stark. Ja. Greg Olsen ist da. Flanker Drive. Wir wollen kein zu hohes Risiko. So, 6 Yards nochmal oben drauf. 2005. Panther Dick, so. Zusehen. So, Finlay holt den First Down. 27 bis zur Endzone, 2 Minuten Zeit. Wir können hier was schaffen. 2-Minute Warning. Dürfen wir direkt nochmal auswählen, den Spielzug. Wir können den Sieg hoffentlich erreichen. Es wäre so wichtig. Mit 5 Niederlagen kann man es noch in die Playoffs schaffen. Wenngleich das Ganze nicht sonderlich einfach ist. Aber nicht, wenn Menciel so einen Pass wirft. So. 3. und 11 und jetzt wird es interessant. Warum geht nicht Olsen hin? Warum wirft er nicht auf Olsen? Wir ziehen die Overtime. Ich gehe hier kein Risiko. Ich gehe hier absolut kein Risiko ein. Wir lassen die Uhr jetzt ein bisschen runterlaufen. Und wir müssen unser Bestes. Wir hätten das Ding gewinnen können hier. 2 Field Goals schießt der Vollidiot daneben. Ein Fumble vor der Endzone. Wir hatten deutlich mehr Chancen, das Ding hier in unsere Richtung zu lenken. Wir haben es nie geschafft. Aber wir werden jetzt auch nicht zulassen, dass wir das Ding hier noch verlieren. Ich will das nicht verlieren. Wir dürfen das nicht verlieren. So, Field Goal. 3-3. Eine Minute bleibt den Saints noch. Sie bräuchten nur ein Field Goal. Und in den Bereich kommt man schnell. Bei 18 gestoppt. Sie brauchen nur ein Field Goal. Das heißt, sie brauchen jetzt ungefähr 40, 45 Yards haben. 5 First Downs. Fast alleine 10 Yards geholt.
mit diesem Laufspiel. Und Lou Tulelei mit seinem dritten Sack heute. Der Junge ist so wichtig. Der Junge ist so wichtig. Der hat heute richtig Lust. Ihm dürstet es nach Quarterbacks. Incomplete. Dritter und 16. Und wir haben dann noch drei Timeouts. Vielleicht können wir das Unmögliche noch schaffen, hier in der Regular Season das zu beenden. So, Timeout. 30 Sekunden bleiben uns. Wir haben es gut verteidigt. Unsere Defense heute wieder bockstark. Und jetzt müssen wir schauen, was wir hier in 30 Sekunden hinkriegen. Der Kicker kann jetzt zum Matchwinner werden. C-Spot. Ich will nicht sehen, wie der Kicker sich vorbereitet, Junge. So, Timeout, 7 Sekunden. Wir brauchen jetzt einen weiten Pass. Wir brauchen jetzt einen weiten Pass. Und den haben wir nicht. Incomplete. Das gibt es nicht. Jetzt probieren wir hier aus dieser Distanz ein Field Goal. Nee, das können wir gar nicht schaffen. Mann, der war doch drinne. Das kann nicht wahr sein. Wir haben ein Scheißpech heute. Wir probieren den Screen Pass. So, das reicht nicht. Overtime. Sehr, sehr schade. Wir hatten so viele Chancen, dieses Ding zu gewinnen. Oh, oh, oh. Die Saints starten. Machen die ein Field Goal. Machen die ein Field Goal. Machen die einen Touchdown. Verlieren wir das Spiel. Vorteil für die Saints auf jeden Fall. Was sollen wir machen? Kickoff Middle. Wir brauchen einen neuen Kicker und einen neuen Panther. Die sind beide nicht. Obwohl der Panther, das geht eigentlich. So, Overtime. 5 Minuten obendrauf. Lou Tulelei, heute ein ganz wichtiger Mann. 3 Sacks bisher. Gerade eben wäre er fast am 4. Sack dran gewesen. So, 2. und 3. Richtig, richtig nervös. Jetzt hier ein wichtiges Spiel für uns. So, ab dafür. Jetzt probieren sie es mit dem Laufspiel.
Und das Problem ist, es gelingt ihm gerade erstaunlich gut. Die erste Overtime. Die erste Overtime für Johnny Manziel in seiner NFL-Karriere. Wird er heute nochmal aufs Feld kommen? Sie kommen langsam gefährlich nah. Zum ersten Mal hat man jetzt auch das Gefühl, dass die Saints gewinnen wollen hier. Und dass sie alles dafür tun. Kein First Down. Das ist schon mal sehr wichtig. Zweiter und acht. Leute, Defense, wir brauchen euch jetzt und nicht wann anders. Ihr habt ein hervorragendes Spiel gemacht. Aber wir brauchen euch jetzt. Das gibt es doch nicht. Da war er doch praktisch schon beim Sack, Lotulelei. Und dann springt er hoch. Schon wieder, schon wieder. Es gibt es nicht. Und die Saints, die werden das wahrscheinlich gewinnen. Die Saints werden das wahrscheinlich gewinnen. Wir haben jetzt noch 1 Minute 20 Zeit, das hier auszugleichen. Kriegen wir es hin. Kriegen wir das hin? Das ist die Frage aller Fragen. Sehr stark, sehr stark. No huddle. So, out of bounds laufen ist wichtig. 48 Yards. Wir brauchen jetzt immer Spielzüge, die rausgehen. X-Curl. Die rausgehen, damit wir irgendwie out of bounds dann immer laufen können. Incomplete. Wir brauchen gar nicht so viele Yards eigentlich. Das ist eine Spannung hier drin, das ist unglaublich. Sekunden, 38 Yards. Was machen wir? Gun Formation nochmal, weil es so gut klappt. Zumindest heute gegen die Saints. Weggeworfen, dritter und Inches. Halfback Dive, anderen was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. Curl Flats.
Und der Sack. Ein Timeout haben wir noch. Toll. Toll. Warum nehmen die jetzt einen Timeout? So, 6-6. Eine Sekunde noch. Wir hätten das Ding gewinnen müssen. Einmal Hail Mary für den Gegner. Bei unserem Glück funktioniert das wahrscheinlich auch noch. Interception. So, das war's. Unentschieden. Wir spielen unentschieden. Ärgerlich. Ärgerlich. Das hilft keinem weiter. Wir hätten das Spiel auch gewinnen müssen. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Mann! Das hilft keinem weiter. Leider. Was sollen wir dazu sagen? Advanced Week. Das hilft uns nicht weiter. Ein Unentschieden. Das heißt, 6 Spiele schon mal nicht gewonnen. Oh, oh, oh. Die Eagles 7-1. Wir gehen wieder. Wide Receiver MLB Confidence Problems. Wir brauchen den Quarterback. Wir brauchen Johnny Manziel. Leider in absoluter Topform. Alles andere hilft uns nicht viel. Kicker-Confidence, da haben wir das Problem. So, dann kriegt unser MLB Luke Kuechly. Die haben nur 27 Confidence. Das ist sehr, sehr schwach. Kuechly darf verbessern auf jeden Fall. Wide Receiver Confidence Problems. Auch hier müssen wir sehen. Naja, was heißt Confidence Problems? Also unsere Starting Wide Receiver vielleicht ein bisschen pushen. Was sagen die Cornerbacks? Beide nicht so gut. Eieiei. Wir müssen aber nochmal auf Johnny Manziel. Das hilft uns sonst alles nichts. Johnny Manziel braucht die Punkte. Wir brauchen sie für ihn. Und wir holen uns diese Punkte. Develop Players. Lotulelei war richtig stark. Richtig starker Spieler. So, Play Recognition ein bisschen hoch gemacht. Manziel 2800 Punkte. Da können wir nur mal Richtung Awareness auf jeden Fall gehen. Die muss ein bisschen höher werden. Ansonsten Gilmore, die sind alle relativ gut. Gilmore relativ jung und gut. Press einmal hoch. Und Logan Ryan können wir auch noch machen.
Heute wieder eine Folge mit Überlänge. Ja, dabei belassen wir es dann erstmal. Wir schauen nochmal eben bei 22 Millionen Pfund haben wir mittlerweile. Bei Ticket auf 8, Merchandise auf 9. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen zusehen, dass wir besser werden. Aber derzeit haben wir auch nicht den besten Lauf. Das schlägt sich dann natürlich alles wieder. Johnny Manziel am meisten verkaufte Trikots, dann Kuechly und Keenan Allen. Also da haben wir schon mit Manziel einen guten Trade gemacht, was das angeht. Und ja, wir müssen sehen, wie es im nächsten Part weitergeht. Die Saints auf 1, wir sind auf 3 abgeschlagen, mittlerweile sogar hinter den Buccaneers. Das wird schwer. Jetzt geht's gegen die Eagles. Harte Saison, härter als ich das erwartet hätte, muss ich sagen. 9 Spiele sind vorbei, 7 stehen noch an. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Lotulila ist 8 in der NFL mit 7-6. Das ist schon gut. Und dann sehen wir mal weiter. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich würde mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Also, beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTastical.de.